Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Modsalsa. Wieder mit dabei ist der Sigurin. Und wieder die Vichu. Heißt das nicht eigentlich Ladies First? Ja, eigentlich schon. Habe ich doch gesagt. Wirklich. So, wir sind immer noch dran am Überlegen, wie wir hier das Lager aufbauen. Will ich gerade fragen, wie ich das Gammelfenster hier reinmache. Warte mal, ich hab noch Glas noch irgendwo gehabt von Schlüssel. Von Schlüssel, my Dizzle. Schlüssel, my Dizzle, yes, baby. Yeah. Wir das können wir mit dem Schissel machen und ich könnte das auch quite clear von Ender.io, ist auch geil. Okay, da kommt schon das Gebäude an, also hier muss ich aufhören. Okay, mit den Tinkers Construct Schlüssel geht schon mal nicht. War ein Versuch wert. Nur ganz kurz, ich muss noch 1, 2, 3, 4, 1. Warte, ich auf jeden Fall mal hier reinbauen könnte, wenn Glowstone. Also wird auf jeden Fall mit Glowstones gearbeitet. Dann nehmen wir hier. Oh, Glowstone Blocks with Glass, das sieht geil aus. Ja, das sieht doch schön aus. Echt? Hm? Kannst du echt mal nehmen. Da ist ja so eine altmodische Lampe, sag ich mal. Ich versuche gerade noch für die Front irgendwie. Weiß noch nicht. Black Stained Borderless von Chisel in Ender.io. Ich nehme mal dieses Paved. Ich weiß aber immer nicht, was ich hier rüber dann. Was denn? Ich habe, glaube ich, eine Idee, was ich für Wände nehme. Toll. Das Carved Glaze kannst du nicht mehr in den Schissel reinschmeißen und Zeug bearbeiten. Das ist geil. Kann ich das wenigstens einschmelzen? Auch nicht. So, Mülleimer, weg damit. Was hat sich denn damit erledigt? Ich glaube, meine Zuschauer wissen schon, was ich jetzt gerade für eine Wand nehme. Da wissen sie das, wenn du guckst, wenn die gucken. Japanisches Glas. Kann ich das zurückverwandeln? Ja, das kann ich irgendwie zurückverwandeln. Das ist gut. Wir haben hier japanisches Glas. Was bitteschön ist dieses japanische Glas? Sieht scheiße aus. Die Auswahl ist nicht gerade enorm. Ich muss sagen, das sieht geil aus. Ja? Mhm. Über meinen Ton hängt jetzt eine Reihe Dia-Blöcke. Okay. Diese Dia-Blöcke. Die sehen echt geil aus, muss man sagen. Also von Extra Utilities kann man das Glas nicht mehr zurückverwandeln. Wer es hat? Oh, hier ist noch Kohle. Also gekifft hast du, ey. Weißt du, er hat einen Dia-Block gehabt und den hat er dann zu Covers geschnitten, weißt du? Nee, das sind komplette Dia-Blöcke. Das sind komplette Dia-Blöcke. Ist klar. Ja, komm, wer es hat. Mit diesem Stained Glass. Oh, scheiße. Aus. Ich versuche gerade eine richtige, vernünftige was zu finden, weißt du? Mhm. Gerade eklig. Was ist denn das Ticket Glass? Sieht auch kacke aus. So, ich werde das Glas einschmelzen und werde da Clear Glass draufhauen. Ja, so werde ich eigentlich. Kommt an die Decke. Genau. Und hier mache ich jetzt mal das Light Glass, glaube ich. So, schon wir dann mal wieder die neuen Cleanstones raus. Einmal chiseln, da hatten wir. Die hier waren das. Bam. Das sieht besser aus. Ups. Oh. Und das nicht auch. Das Clear Glass ging nicht in die. Nein.
wirklich nicht. So, haben wir hier auch schon wieder Platz. Schmeiß mir das mal wieder zurück hier. Machen wir das wieder zum normalen Glas. Ich glaube, das hier auch. Gut, dass wir jetzt diese Silk Touch Spitzhack haben. Ich habe da bestimmt noch irgendwo Diamanten rumfliegen, oder? Weiß ich nicht. Ach, dann nehme ich einfach hier die. Magst du mir irgendwo an deine Wand. Jetzt haben wir ernst, das ist das übertriebenste, was ich glaube ich je gebaut habe. Und vor allem das teuerste. Was denn? Eine Wand aus Diablöcken im Lager. Erst lass mich da klärt erstmal. Der kommt aus Lager. Ja, irgendwo muss man ja protzen. Naja. Sind doch gleich hier Männer mit Sportwagen. Hehehe. Fällt mir nur ein. Irgendwo muss ich ja meinen Großen markieren. Okay, das ist komisch. Das ist sehr schön, wenn man sich mal gesehen hat, ne? Jetzt wisst ihr, wie ich mich immer fühle. Hm. Habe ich nicht mehr genug Blöcke und Mist aber auch. Jetzt mal mehr, muss ich das einfach mal vorstellen. Ich meine, man hat ja schon mal ab und zu mal so mitbekommen, dass Seorin so eine kleine, dezente, versaute Ader hat, ne? Leicht dezente, ja. Ja, um es freundlich auszudrücken. Leicht dezent ist gut. Und das wird dann besonders schön, wenn man den schon mal gesehen hat. Dann hat man echt nur noch Dauerkopfkino. Wieso sehe ich so versaut aus? Themenwechsel! So. Ich bin definitiv der Zwerg der Gruppe und ich habe jetzt den Beweis. Ja, Zwerg. Ich glaube, sollte es irgendwann mal dazu kommen, dass die Beinverlängerung da ist, werde ich dir die schenken, die Schuhe. Das ist sehr lieb von dir. Damit dann keiner mehr sagt von wegen, hey, Otto. Oh. Hey. Der war fies, ich weiß. Und da ich weiß, dass ich es mir jetzt jeden Moment wieder verkacken könnte, verkneife ich mir gerade jeden Kommentar. Wir hoffen. Sehr gut. So, erstmal Glas hergestellt hier. Glas, Baby. Ups. Hopp. Hopp. Weil ich nämlich jetzt meine Smedgery nämlich fertig baue. Im Bereich jedenfalls. Nur die Decke weiß ich noch nicht, wie ich die hier mache. Ja, ich schätze mal, ich werde hier drüben in die Ecke dann auch eine Smeltery. Oder gesagt, vielleicht. Ich pause mal da rein. Mach ich mal. Dann gehe ich mir dann hier schon mal so. Ja, ich habe den ersten Bereich ja schon mal fertig. Also da, wo die Schmelze rein soll, ist ja. Ist die Schmelze drin? So. Da, wo die Schmelze rein soll, hast du das drin. Genau, da, wo sie rein soll. Passt ja auch alles. Auf jeden Fall muss ich erstmal alles hier dicht machen, weil mir doch zu viele Leute hier zu Besuch kommen, die ich nicht haben möchte. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ein paar Besucher, die mir einfach nur auf den Sack gehen. Wir haben es heute schon genug mitbekommen. Ja. So. Jetzt ist hier noch die Öffnung, ne? Ich konnte aber gar nicht verstehen, dass du die raushaben willst. Die wollen doch nur mit dir über Gott um die Welt reden. Hier auch nochmal eine Öffnung machen werde. 1, 2, 3, 4. Bis hier vorne. Genau. 1, 2, 3, 4. Verbinde ich das hier oben miteinander? Zack, zack, zack. So, machen wir schon mal hier so ein bisschen heller. Vielleicht werde ich auch ein bisschen heller am Kopf. Ahahaha. Das glaube ich nicht. Ja, was meinst du, ob ich gelacht habe? Glaube ich nicht. Ja, das Problem war, ich habe den jetzt selbst nicht verstanden, obwohl ich schon gerissen habe. So. Wer Seite kommt denn diese hier? Jetzt im Weg. Das ist eigentlich ganz cool.
Zack. So. So. Sieht komisch aus. Ist so. Es sieht aber auch komisch aus, das ist das Problem. Ich bin mal gespannt, wie viele Dia-Blöcke ich jetzt hier schon verballert habe. Ups. War ein bisschen schnell hier. Wollte ich eigentlich nicht. Weil hier kommt ja nochmal in die Ecke. Nochmal der Weg, der da. Hier kommt die Wand. Das heißt eigentlich. Müsste dann die Wand. Aua. Ach, irgendwo gegen Latschen hier. Bam. Das heißt, hier wäre nochmal der Ecken. Zack. Hier wäre nochmal der Käfig. So, hier die Blöcke wieder. Füllen halt mal auf. Weg gerade ein bisschen, ne? Hab ich auch gerade das Gefühl gehabt, ja. Alles wie Schuhschuld. Ja. Ey. Dann mach's raus. Genau, hier der Gang wird ja nicht so hoch gemacht. Auf der Höhe. Okay. Dann schaue ich mal, dass ich hier so ein Gehege mache für. Oder? Ich weiß noch nicht genau, was ich da hin mache. Aber ich glaube, von den Diablöcken reicht das dann jetzt erstmal. Also? Hm? Wirklich? Ja. Ich muss gerade so ein bisschen hier die Dings anpassen, den Weg. Und ich habe sogar noch ein paar Dias über. So, das kommt hier auch nochmal eben weg. Ich weiß, was ich in die eine Wand mache. Na, der Fackel hin, Ene, mene, Mister. Ich sing jetzt nicht den Rest. Zumindest nicht den, den du unterbringst. Richtig. Ja. Wieso Copyright bei Sigurin oder? Nee, dann nee, nicht das Video ab 18 machen. Definitiv. Das Geile ist ja, bei letztens bei uns in der Schule nochmal, unser Mathelehrer fängt einfach mal an, dieses Lied zu singen. Hier, so wie ich, Ene, Mene, Miste. Die ganze Klasse singt den Rest und der guckt uns nur an. Das kam auch richtig genial. Und das, was ich sonst singe, ja? Ja. Okay. So, gehen wir hier die Mauer nochmal wegreißen. Das auch nochmal kurz weg. Und dann wird das hier auch nochmal gepasst. So, wer jetzt wissen will, warum ich hier unten noch das Ganze wegmache, das wird dann wahrscheinlich Thema der nächsten Folgen, aber ich schätze mal, das werde ich dann wieder alleine machen, weil da werde ich mich ein bisschen konzentrieren. Auf die Nerven gehen. Das auch? Nee, da werde ich mich ein bisschen konzentrieren müssen. Kurze Frage, braucht irgendeiner Rocky Bean? Ansonsten hat er jetzt verkackt. Nee. Hat doch Glück gehabt. Die Begeisterung. Ja, ich. Nein, ich doch nicht. Hm. 1, 2, 1, 2, 1. Wow. Ich muss sagen, das sieht so. Vom Speed hier. Das sieht echt schon bescheuert aus mit den Diablöcken. Ja, der macht der Jörg. So, dann machen wir jetzt mal ein paar Trüchen. Ich muss jetzt gerade erstmal schnell die Treppe an. Stört mich ein bisschen, wie die aussieht gerade. Eisenthron. Gold. Die Upgrades machen wir später. Die nicht, die da. Genau, das habe ich mir gedacht. Ich.
weiß, warum es leckt. Warum? Oder wenn ich Schüssel anmache. Wenn ich den Schüssel die Steine durchhau, dann leckt das irgendwie, der Server. Okay. Sigurin macht den Server kaputt. Mit Schüssel. Yeah. Kaputt. Ich weiß, muss ich echt mal sagen, ich habe da echt so wenig Gold momentan. Also Gold ist ja echt bei mir Mangelware. Ich bin an der Fackel hin. Ja, die gebe ich schon mal, also der Gang. Mal so lassen. So. Mal ein bisschen Platz machen. Und da schwör mal Platz. Alter. Hast du gemacht Platz? Ja, hab ich. Sehr schön. So, aber jetzt mal. Hab ich echt so wenig Gold? Hab ich wenigstens wieder gut gekommen. Hab ich genug. Gold ist bei mir Mangelware. Bei mir nicht. Hast du davon noch keine Essenzen? Doch, bloß die hab ich alle eben in die Rüstung verkraftet. Das ist natürlich dein Schlau. So. War gerade nicht hier. Ah, ein bisschen Gold. Goldessenzen habe ich sogar noch. Ich nehme die ganze Zeit von wegen, Alter, wo ist denn der letzte in hier, aber. Lup. Also Fackel. Dann mal eine Fackel und ja, die letzte Fackel nehme ich mal von hier mal eben. So. Jetzt stört mich irgendwie, das sieht scheiße aus. Komm, ich schmeiß mal einfach da rein. So, dann könnten wir ja vielleicht mal die ersten Sachen einlagern. Weil hier das ganze Kupfer zum Beispiel. Komm mal da hin, dann schmeiß ich hier jetzt hin rein. Los. Silber. Aus hier, das ist genauso. Gold. So. Boah, wie sofort die Truhe wieder leerer wird. So gemacht. Muss auf jeden Fall noch was einfallen lassen, dass ein paar Türen nur zwei breit werden sollen. Noch was vorhabe. Was ist denn noch vor? Geil. Wir haben mal so einen schönen Mod, der heißt Pneumaticraft und ich glaube, die kommt gerne ein paar Türen noch haben wollen. Ja, stimmt, die habe ich mal gesehen. Die sind echt. Dash kennt, glaube ich, den Mod auch. Ja, ich habe da schon mal sowas von gehört. So, meistens. Ja, die auch kommen. Da kommt die Ender Plants Season sowas her, ne? Nicht mehr, die habe ich ausgeschaltet. Ah. Die sind voll nervig. Ja. Deswegen habe ich sie ausgeschaltet. Weil sie einen auf den Sack gehen. Aufgedutscht. So. Weil im Endeffekt kannst du damit eigentlich nur. Ja, was du mit Magical Props ja auch machst, du kannst dir halt Ressourcen davon holen, aber. Was bringt das? Ist ja Blödsinn. Warum bin ich? Ja, ich war auch schon, als ich hier das Anfang vom RIT gesehen hatte, da war der Mod ja auch dabei. Und irgendwie war ich damit schon nicht zufrieden. Und vor allem, wenn man die Dinger abbaut. Kommen einmal auf den Boden und wachsen direkt nach diesen blöden Dinger. Dann macht das Unkraut jedem doch keinen Spaß mehr. Kaum fällt etwas runter, ist schwer das nächste. Ja. Die ganzen Barrels hat runter. Zack. So, die Decke bleibt auf jeden Fall auf der Höhe dann. Das heißt, das muss eingerissen werden, das muss eingerissen werden. So, dann tun wir das Pebble noch weg. Ups.
Und meine Nase sagt mir, dass das Ende der Folge ist erreicht. Warum? Ganz einfach, ich rieche, wie meine Mutter gerade am Kochen ist. Also. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Und genau. Bring mir was zu essen mit. Okay. Schaut auch mal beim Sigurin vorbei, der wird sich bestimmt über ein Like und ein Abo freuen. Like. Ja. Geht's dir gut, ja? Nein. Das fragst du den noch? Ich habe gerade so viel Glas geschnüffelt hier, glaube ich. Ja. Okay, und ich würde sagen, wir werden... Kinder, bitte nicht zu Hause nachmachen. Dass man sowas bei Minecraft mal sagen muss. Weitere Deep Storage heute hier nochmal schnell basteln. Den und zwei noch. Ich würde sagen, wir beenden mal ganz schnell die Folge, bevor das hier in... Wiedersehen. Ja, ciao, und tschö.